Was die großen MOOC-Anbieter versuchen, ist natürlich, Geschäftsmodelle zu finden. Irgendwie muss ich das zum Schluss rechnen, was da produziert wird. Udacity hat jetzt mehrere Versuche inzwischen gestartet, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten. Einmal San Jose State bei Mathematikgrundlagen und jetzt eben dann demnächst der Master, der mit Georgia Tech beginnen soll. Er ist ja noch nicht angefangen. Das sind Versuche, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten. Und es sieht so aus wie eine Art Franchising. Der MOOC-Anbieter übernimmt dann den Namen quasi von der Hochschule, arbeitet aber weitgehend selbstständig. Die Betreuung läuft innerhalb von Udacity und nicht über die Hochschule. Es läuft nun eigentlich nur, die Produktion der Kurse läuft über die Hochschule. Es stehen dann die Professorinnen und Professoren von, in diesem Fall, San Jose State und von Georgia Tech am Pult, gar nicht mal unbedingt vor der Kamera, sondern am Pult und erklären. Man hört sie eigentlich größtenteils nur. Das heißt schon, dass größere Anteile vom Hochschulbetrieb ausgelagert werden in eine Firma. Was da stattfindet, ist eine Art Entbündelung. Die bisherigen Hochschulen haben so ein Gesamtpaket. Es gibt die Lehre, es gibt die Forschung, es gibt die Prüfungen, vielleicht gibt es irgendwo noch Weiterbildung und. In den USA auch noch Sport, sehr teuer. Und was da passiert, ist, dass dieses Paket aufgeschnürt wird, dass private Leute reinkommen, private Unternehmen reinkommen und sagen, okay, wir machen mal für euch die Prüfungen zum Beispiel. Das scheint in den USA insbesondere schon häufiger stattzufinden. Zum Beispiel so ein Anbieter, der dann die Studentinnen und Studenten zu Hause beaufsichtigt per Webcam. Und dann macht man seine Prüfung zu Hause. Damit ist die Prüfung ausgelagert und die Universitäten machen die nicht mehr selber. Sowas kann passieren. Dann jetzt mit den MOOCs, dass man sagt, die Lehre wird ausgelagert oder die Beratung, was Udacity vorhat, die Beratung wird ausgelagert, die Betreuung wird ausgelagert. Und zum Schluss bleibt dann nicht mehr allzu viel an Kernaufgaben für die Universität. Das ist eine spannende Entwicklung, weil bisher natürlich ganz viel querfinanziert wird. Ich sehe die MOOCs oder Formen, die MOOCs ähneln, sehe ich als Chance, Blended Learning zu machen, die Präsenzlehre zu mischen mit elektronischen Formaten. Wir können einiges auslagern in die elektronischen Formate, aber wir können eigentlich nicht den Kern der Bildung, sage ich tatsächlich mal, den Kern der Hochschulbildung, den können wir eigentlich nicht auslagern in die elektronischen Formate. Das ist sehr schwierig, auch wenn man Foren dazu nimmt und Ähnliches. Aber alles, was in Richtung Grundlagen geht, elementare Kenntnisse, elementare Fertigkeiten, das kann ich mir schon in dieser Form vorstellen. Und damit kann man es schaffen, Freiraum zu generieren für sinnvollere Sachen an der Hochschule, die man dann face-to-face macht.